Wenn du Fragen hast rund um das Thema Augentraining, dann bist du hier auf diesem Kanal goldrichtig, denn ich verrate dir hier viele neue Tipps und Tricks und beantworte auch regelmäßig eure Fragen. Und heute ist es mal wieder soweit, wo ich mir eure Fragen durchlese und sofort auch darauf Antwort gebe. Wenn du auch Fragen hast, die jetzt in diesem Video nicht beantwortet werden, gerne unterhalb des Videos die Kommentarsektion füllen. Entweder werde ich die dann sofort beantworten oder ich mache auch gerne daraus nochmal ein Video. Also wenn du Ideen hast, Fragen hast, Videovorschläge, die du unbedingt sehen möchtest, dann schreib sie gerne rein. Und heute möchte ich mal mit der allerersten Frage anfangen, die ich mir heute rausgesucht habe. Und zwar, sollte man nach den Übungen die Brille tragen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich, weil sie auch sehr häufig gestellt wird. Und ich denke, da müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Zum einen fange ich immer ganz gerne an, dass man zunächst einmal jede Übung am besten immer ohne Brille macht. Das hilft zum einen natürlich, deine natürliche Sehkraft sich zu verbessern. Und natürlich soll sich das Auge auch von der Brille entwöhnen. Und so macht es natürlich auch Sinn, nach dem Training für eine gewisse Zeit, also ich würde dir empfehlen, mindestens mal eine Stunde, wenn es nicht geht, dann wenigstens aber eine halbe Stunde nach dem Training keine Brille zu tragen. Denn zum einen hast du natürlich den großen Vorteil, dass du vielleicht schon nach der Übung schon kleine Verbesserungen spürst. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, diese kleinen Verbesserungen auch aktiv zu nutzen, um dann entsprechend sich langfristig gesehen immer mehr zu verbessern. Und das würde natürlich ein bisschen den Trainingsfortschritt kaputt machen, wenn ich direkt nach dem Training wieder meine Brille aufziehe, denn dadurch entwöhnen sich meine Augen ja leider nicht von der Brille, sondern sie bleiben quasi abhängig. Und deswegen macht es halt Sinn, wirklich häufig auf die Brille zu verzichten. So, die nächste Frage, die ich gestellt bekommen habe, ist, was sollte man machen, wenn ein Auge schlechter ist? Sollte man dann bei der Übung das andere Auge zudecken? Und diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten, wenn der Unterschied der Dioptrienzahl, also der Sehschwäche auf den Augen, nicht zu groß ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen halben Dioptrien-Unterschied habe zwischen den beiden Augen, dann ist das kein Problem, wenn ich mit beiden Augen die Sehschwäche trainiere. Anders wäre es, wenn ich jetzt zum Beispiel hier 2 Dioptrien habe und hier 4, also 2 Dioptrien Unterschied, ja, dann macht es Sinn, erstmal das schwächere Auge auf dasselbe Niveau zu bringen wie das bessere Auge. Weil dadurch, dass ich, sag ich mal, diese Differenz habe, die lässt sich nicht während des Trainings plötzlich, die verpufft nicht plötzlich, sondern die trainiert man mit. Also je besser oder schlechter ich werde, diese Distanz bleibt immer bestehen und dadurch habe ich mit dem einen Auge beispielsweise 100% und mit dem anderen Auge nur 80%. Oder ich habe mit dem einen Auge 100% und mit dem anderen Auge 120%. Und dadurch entstehen trotzdem noch Doppelbilder oder können Doppelbilder entstehen, weil ja das Auge einfach 2 verschieden starke Signale aufnimmt. Und da macht es natürlich einen Sinn, erstmal auf selbe Niveau zu sich trainieren und dann entsprechend mit beiden Augen weiterzumachen. Anders wäre es übrigens auch bei der Hornhautverkrümmung, da habe ich auch schon mal eine Frage gesehen, dass nur ein Auge eine Hornhautverkrümmung hat. Da wäre es zum Beispiel okay, einfach mit beiden Augen zu trainieren, weil am Ende des Tages kannst du ja die Hornhautverkrümmung nur komplett wegtrainieren und das ist egal, ob dieses eine Auge eine Hornhautverkrümmung hat oder nicht, weil so kannst du, wie gesagt, nichts kaputt machen mit Augentraining. Das ist ja das Schöne, dass du jederzeit die volle Kontrolle hast und selbst wenn du eine Übung beispielsweise für eine Kurzsichtigkeit machst, auch wenn du eine Weitsichtigkeit hast, da verschlechtert oder verschlimmert sich dann auch nichts weiter. Dann nochmal eine Frage, die ich ein bisschen abkürze, und zwar, wieso denn kein Optiker oder Augenarzt nicht über diese Übungen berichten oder auch positiv davon mitteilen? Zum einen darf man nicht vergessen, ich blende hier auch mal ein paar Statistiken zu ein, es gibt einfach immer mehr Brillenträger. Liegt einfach daran, dass unsere Augen auch anders genutzt werden wie vor 100 Jahren noch. Ja, wir sitzen heutzutage mehr zu Hause, mehr vor Bildschirmen als damals, wo man vielleicht noch auf dem Acker gestanden ist, ja, den ganzen Tag. Und demzufolge hat sich im Laufe der Zeit einfach unsere Sehgewohnheit verändert. Und man muss auch natürlich sagen, ein Optiker nutzt natürlich auch da den Gunst der Stunde und sieht einfach auch ein großes Geschäft. Denn sicherlich kennst du auch den Spruch, trag bloß deine Brille, weil sonst verschlechtern sich deine Augen immer mehr. Ich habe tatsächlich aber noch nie jemanden gesehen, der, obwohl er jeden Tag seine Brille getragen hat, keine Brille mehr tragen muss. Und das ist natürlich so ein kleiner Widerspruch, worüber man eigentlich mal drüber nachdenken kann oder soll ein kleiner Denkanstoß sein. Denn je länger ich eine Brille trage, desto mehr mache ich mich abhängig. Und das Ziel des Optikers ist ja, eine Brille zu verkaufen, die Sehkraft in dem Moment auch wieder auf 100% zu stellen, aber eben nicht die natürliche. Und logischerweise würde er ja irgendwie auch sein Geschäft kaputt machen, wenn er ständig von Augentraining oder von Augenübungen berichten würde und am Ende des Tages dann keine Brillen mehr verkaufen kann. Und ich habe auch mal da eine Statistik erhoben, wie viele Brillenträger denn auch mehrere Brillen haben. Auch da steigt die Statistik stark an. Also das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Geschäft für den Optiker,
der sich das natürlich kaputt machen würde, wenn er von dem Augentraining berichten würde. So, dann habe ich noch eine Frage. Darf man denn auch diese Übung machen, wenn man keine Hornhautverkrümmung hat? Ich denke, das bezieht sich auf ein Video, wo ich die Hornhautverkrümmung vorstelle und wie man die löst. Natürlich kannst du jede Übung machen, die auch vielleicht überhaupt nicht mit deinen Augenproblemen zu tun hat. Natürlich wirst du da grundsätzlich erstmal keine großen Verbesserungen dann spüren. Das Gute ist beim Augentraining, du kannst nichts wirklich kaputt machen. Also wenn du eine Übung machst, die halt überhaupt nicht für dein eigentliches Augenproblem ist, passiert im schlimmsten Fall halt wirklich gar nichts. Das Einzige, was halt passiert, ist, dass deine Augen ein bisschen fitter werden und dass du halt, wie gesagt, noch ein bisschen schärfer gucken kannst. Aber am Ende des Tages löst das dein eigentliches Problem nicht. Dazu gibt es eben entsprechend auch immer die richtige Übung für dein jeweiliges richtiges Problem. Aber natürlich ist dir freigestellt, Übungen zu machen, die einfach nur für die allgemeine Augenfitness erhöhen kannst. Dann noch eine Frage, die wird auch mit unterschiedlichen Dioptrienzahlen angegeben. Ich habe jetzt einfach mal diese rausgesucht. Sind denn oder ist denn noch 3,5 Dioptrien zu retten? Und natürlich ist es egal, ob du 3, 4, 5, 6 oder auch nur ein Dioptrien hast. Das Augentraining zielt ja darauf ab, die Augengesundheit zu verbessern und zu erhöhen. Also sprich, wenn du ein Sehproblem hast, egal in was für eine Form und was für eine Höhe, es ist sinnvoll, natürlich auf seine Augengesundheit zu achten. Das ist natürlich genauso mit dem restlichen Körper auch. Man sollte ihn natürlich so gut es geht pflegen und natürlich auch möglichst gesund halten, damit du eben lange davon auch was hast, damit du lange davon profitieren kannst. Da ist es erstmal im ersten Schritt egal, ob du eine sehr hohe Dioptrienzahl hast oder eine sehr geringe. Wichtig ist, dass du deine Augengesundheit verbesserst. Und wenn dein Ziel ist, komplett von der Brille wegzukommen, dass du wieder ohne Brille gestochen scharf sehen kannst, dann kannst du das schaffen. Wenn aber dein Ziel ist, deine Sehschwäche zu reduzieren, beispielsweise zu halbieren, damit es dir einfach im Alltag leichter ist, dass du vielleicht nicht 100% auf deine Brille angewiesen bist, dass du vielleicht auch einzelne Tätigkeiten machen kannst ohne Brille, ja, dann bist du beim Augentraining auf jeden Fall goldrichtig. Denn so und nur so schaffst du es, deine Augengesundheit nachhaltig und langfristig zu verbessern. Und das funktioniert eben nicht durch irgendeine Wunderpille und vor allem nicht durch irgendwelche Sehhilfen wie Brillen oder auch Kontaktlinsen. So, dann noch eine weitere Frage, und zwar wird gefragt, wie oft oder wie lange sollte man trainieren? Auch das ist natürlich abhängig von den jeweiligen Augenproblemen und natürlich auch den Übungen, die man sich dann rausgesucht hat und auch natürlich den Übungen, die man dann machen sollte. Natürlich kann man so im Groben sagen, dass man maximal wirklich 10 Minuten am Tag hintereinander weg trainieren sollte. Und das 10 Minuten ist auch wirklich sehr, sehr lang. Ich empfehle meinen Teilnehmern so 3, 4, 5 Minuten wirklich eine Übung zu machen. Gerne auch regelmäßiger wiederholen am Tag, also über den Tag verteilt, kann man das 3-4 Mal machen, so wie es sich eben am besten integrieren lässt. Wichtig ist eigentlich nur, dass man am Ball bleibt, dass man gerade am Anfang wirklich dabei bleibt, damit man sich einen Rhythmus aufbaut, wo man sagt, okay, ich mache jetzt täglich 2 Übungen, a 5 Minuten und schon wirst du merken, dass es in deinen Alltag einfach eingeht, sich integrieren lässt und du so am besten davon profitieren kannst, weil es einfach langfristig ist und du so deine natürliche Sehkraft Stück für Stück verbessern kannst. So, dann machen wir noch die letzte Frage, die ich mir hier rausgesucht habe, und zwar, wie lange dauert es denn, bis man eine Verbesserung bemerkt? Und das ist natürlich auch da unterschiedlich gesehen, je nachdem, wie hoch oder wie niedrig deine Sehschwäche ist, kann das natürlich unterschiedlich lange dauern, bis die komplett weg ist, aber Verbesserungen solltest du wirklich zügig schon merken. Also wenn du eine Übung machst, die für dein Augenproblem ist, solltest du nach 2-3 Tagen schon eine Veränderung oder auch Verbesserung spüren. Und das kann natürlich sein, dass du am Anfang noch sehr, sehr langsam die Übung nur geschafft hast, beispielsweise bei einer Hornhautverkrümmung. Und nach 3 Tagen kannst du beispielsweise diese Übung schon deutlich geschmeidiger machen. Ja, du merkst einfach einen positiven Aspekt. Und auch so bei der Weitsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit wirst du merken, dass du plötzlich die unterste Zeile schon besser sehen kannst, ja, oder vielleicht aus einer anderen Entfernung schon mal besser sehen kannst. Und so zeigen sich diese Verbesserungen schon innerhalb von wenigen Tagen oder auch wenigen Wochen. Und eine Verbesserung auch langfristig zu erzielen, sollte man natürlich dann über einen längeren Zeitraum von zum beispielsweise 8 oder 10 Wochen einfach dabei bleiben. Und dann wirst du auch langfristig davon am besten profitieren können. Soweit zu den Fragen, die ich mir rausgesucht habe. Wenn du, wie gesagt, noch andere Fragen hast oder auch Videowünsche oder auch einfach Ideen, einfach mal alles, was dir im Kopf kommt, unterhalb des Videos mal reinschreiben. Das schaue ich mir auf jeden Fall alles an. Wie gesagt, wenn ich darauf nicht antworte, dann wird es daraus ein Video gemacht. Ansonsten einfache, kleinere Fragen kann ich dir natürlich gerne auch so mal zwischendurch beantworten. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst, deine Fragen stellst und weiterhin so fleißig abonnierst. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.